Willkommen zurück zu einer weiteren Folge hier zum 8-Bit-Computer. Und heute fangen wir eine neue Sache an, nämlich sogenannte Flip-Flops. Und die werden wir benötigen, um unter anderem eben Daten zu speichern, beispielsweise in einem RAM. Und ja, damit ist es nun ein neues Kapitel. Also wir haben jetzt hier nicht mehr die Folge 4, sondern jetzt die Folge 5. Und wir schauen uns einfach mal an, was Flip-Flops sind. Ihr kennt die vielleicht schon, das sind so Schuhe, die man häufig so am Strand oder im Schwimmbad trägt. Nein, Spaß. Die gibt es natürlich auch, aber die werden hier nicht gemeint. Nämlich Flipflops. Ein Flipflop oder auch Flip-Flop getrennt geschrieben, ist eine elektronische Schaltung, die zwei stabile Zustände des Ausgangssignals besitzt. Ja, also es ist so eine kleine Maschine, die entweder ein 1 oder eine 0 ausgeben kann. Insbesondere ist es als elementarer 1-Bit-Speicher das Grundelement der statischen Speicherbausteine für Computer. Okay, ich glaube, ihr habt es kapiert. Damit kann man unter anderem Daten speichern. Und das werden wir natürlich benutzen für unser RAM und auch für unser A- und B-Register und fast alle Elemente, fast alle Module in unserem Computer, bis auf die ALU, haben auch in gewisser Weise Flipflops bzw. Register in denen. Und jetzt müsst ihr euch vorstellen, es gibt viele verschiedene Flipflops, ja? Es gibt im Grunde fünf, die wir hier benutzen werden. Drei davon werden wiederum nur einfach nur um als Basisbaustein für den nächstgrößeren Flipflop sein. Und deshalb werde ich euch einfach nur die fünf zeigen. Es gibt noch einige mehr. Es gibt auch noch verschiedene Variationen und so weiter und so fort. Aber zunächst müssen wir ein paar Grundlagen klären, nämlich sogenannte Fachbegriffe. Und ja, ich höre euch schon stöhnen, ja, das ist langweilig und so. Aber keine Sorge, es sind nur drei Sachen und wir gehen da ganz schnell durch, ja. Und für den Rest dieser Serie werde ich einfach nicht mehr darüber reden, ja. Also, das kommt jetzt, ist gut zu wissen. Falls ihr mehr Informationen wollt, habt ihr die hier. Ansonsten komplett egal. Also, wir haben verschiedene Fachbegriffe. Der erste Fachbegriff ist asynchron pegelgesteuert. Asynchron pegelgesteuert heißt eben nur, dass der Flipflop nur auf den Zustand der Eingangssignale reagiert. Ja? Und das werdet ihr gleich beim zweiten Beispiel sehen. Für die gesamte Länge, wie ein Eingangssignal angeschaltet ist, wird eben darauf reagiert. Okay, dann haben wir Taktflanken gesteuert. Ja? Also der Flipflop reagiert auf Zustandsänderungen des Taktsignals. Beispielsweise, wenn das Signal von 0 auf 1 oder von 1 auf 0 runtergeht. Das heißt, in dem Bereich dazwischen, also zwischen hoch und runtergehen, da reagiert der Flipflop gar nicht mehr drauf. Ja? Und das können wir nochmal einschränken, nämlich mit einem entweder positiv einflankengesteuerten Flipflop oder einem negativ einflankengesteuerten Flipflop. Okay? Einflankengesteuert heißt, er reagiert nur auf eine der beiden Flanken, entweder aufs Ansteigen oder aufs Abfallen. Und in dem Fall ist positiv der Anstieg und negativ der Abfall des Signals. Und damit haben wir die Fachbegriffe abgehakt. Und jetzt kommen die Namen und ja, sie sind ein bisschen lang, aber in den Klammern habe ich die Namen dafür hingeschrieben, wie ich sie nutzen werde und wie sie allgemein auch gebräuchlich sind. Unser erster Flipflop ist ein sogenanntes asynchrones, pegelgesteuertes SR-Flipflop. Genau, also wir haben ein asynchrones, pegelgesteuertes Flipflop, das heißt, er reagiert auf den Zustand der Eingangssignale. Und es ist relativ einfach gehalten, also das ist wirklich der Grundbaustein für fast sämtliche Flipflops, die es da draußen gibt. Und das SR steht so gesehen für Set und Reset, also setzen und zurücksetzen. Und das bedeutet, wir haben zwei Eingaben, also einmal Set, einmal Reset und wir haben einmal Q als Ausgabe. Meistens wird nochmal so ein Q mit einem Strich drüber genannt, das ist im Grunde nur das Gegenteil von Q. Manchmal gibt es ein bisschen Unterschiede, aber wir brauchen das im Grunde nicht. Ja, deshalb werde ich das hier nicht sonderlich weiter behandeln.
Und da haben wir unseren Truth Table, und zwar SR als Eingaben, Q als Ausgaben. Und wenn S und R 0 sind, also wir gar keine Eingabe in unser Latch reingeben, in unser SR Flipflop, dann bleibt der Zustand quasi erhalten. Das heißt, egal welche Information vorher drin war, die bleibt da drin. Wenn es ein 1 war, bleibt ein 1 in der Ausgabe. Wenn es eine 0 war, bleibt es eine 0 in der Ausgabe. Relativ einfach, denke ich mal. Wenn wir dann Reset aktivieren, das heißt, es wird quasi zurückgesetzt, dann wird die Ausgabe auf 0 gesetzt. Heißt, die Information wird quasi gelöscht. Es kann auch sein, dass vorher schon eine 0 drin war, dann passiert halt nichts. Aber im Grunde bedeutet es einfach, das Signal wird auf 0 gesetzt. Passend dazu, das S-Signal, also Set, wenn das aktiviert wird, dann wird Q eben auf 1 gesetzt, also es wird einfach aktiviert. Und dann haben wir das letzte, wo beide gleichzeitig gedrückt werden. Ihr seht wahrscheinlich schon, das ist ein Fehler. Also es wird gleichzeitig auf 1 gesetzt und auf 0 gesetzt. Und das funktioniert nicht. Daher gibt es so kleinere Unterschiede zwischen verschiedenen Flipflops. Es gibt zum Beispiel NAND-Flipflops und einmal NOR-Flipflops. Und die haben dann verschiedene Prioritäten quasi, welches Signal von den beiden über das andere bestimmt. An sich, wenn man diesen Zustand hat, kann man theoretisch einen Zufallsgenerator erzeugen, indem man halt beide Knöpfe drückt. Und sobald man sie loslässt, wird halt eins der beiden Knöpfe zufällig eben kürzer gedrückt werden, wird dadurch früher deaktiviert und das setzt dann das ganze Latch in eine bestimmte Position. Genau. Das ist unser Grundbaustein, den werden wir nicht weiter im Computer verwenden, nur eben um andere weitere Latches zu bauen. Dann haben wir unser positives einflankengesteuertes SR-Flipflop. Positiv einflankengesteuert heißt natürlich, sobald unser C, das ist hier unsere Clock, unser Taktgeber quasi, sobald die Clock auf 1 hochsteigt, wird auf das Eingangssignal reagiert und dann geschehen Dinge, würde ich mal sagen. Hier ist wieder SR Flipflop, das davor nennen wir SR Latch und das hier dann wirklich SR Flipflop. Und ihr seht, das ist definitiv ein bisschen größer geworden, um eine Zeile und eine Spalte. Und wir haben jetzt hier, SR ist beides X, das bedeutet quasi, dass es beliebig 1 oder 0 sein kann. Denn solange unsere Clock auf 0 gestellt ist, reagiert unser Latch, quasi unser ursprüngliches Latch, gar nicht auf die Eingangssignale mehr. Denn wir brauchen nämlich die Kontrolle, die Clock, die sagt, jetzt speichern, jetzt setzen oder zurücksetzen. Und daher wird einfach der Zustand weiterhin erhalten. So, wenn die Glocke auf 1 ist, aber S und R 0 sind, ja, dann passiert genau dasselbe. Es wird nichts abgespeichert, also es gibt keine Eingangssignale, es verändert sich nichts. Dementsprechend auch Zustandserhaltung. Wenn R und C an sind, dann wird logischerweise das Ganze wieder zurückgesetzt. Wenn S und C an sind, dann wird es natürlich auf 1 gesetzt. Und wir haben immer noch den Fehler, dass wenn beide gleichzeitig gedrückt werden und dann C gedrückt wird, dann entsteht halt immer noch dieser Fehler, der dann zufällig im Grunde eins der beiden auswählen wird. Und das ist wieder so ein weiterer Baustein, den wir für den nächsten Flipflop brauchen, nämlich einen sogenannten D-Flipflop, auch Data- oder Delay-Flipflop genannt. Und der ist ziemlich einfach. Ja, ihr seht, das sind nur 3 Zeilen. Wir gehen da ziemlich schnell durch. D ist natürlich unsere Eingabe, C ist wieder unsere Clock und Q ist die Ausgabe. D, wenn C 0 ist, dann ist die Eingabe von D egal, weil, wie gesagt, es reagiert einfach nicht darauf. Der Zustand bleibt erhalten. Wenn C 1 ist und D 0 ist, dann wird quasi der D-Flipflop zurückgesetzt auf 0. Und wenn D 1 ist und C 1 ist, dann bleibt das eben auch erhalten, beziehungsweise es schaltet auf 1, genau. Und das hier brauchen wir tatsächlich für ein weiteres Modul, was aber kein Flipflop sein wird, sondern unser erster Register. Wir werden das nämlich dann umbauen, um daraus ein
Ein einfachen 8-Bit-Register zu bauen, beispielsweise für unser A- und B-Register, sowie alle anderen Sachen, beispielsweise unser RAM, wird auch Register benutzen, die dann eben aus diesen D-Flipflops besteht. Das ist also ein ziemlich wichtiges Bauteil im Computer. Dann haben wir ein weiteres, und zwar ein positives einflankengesteuertes JK-Flipflop. Auch JK, wenn man es Englisch ausspricht. Und das steht so viel wie für Jump und Kill. Das heißt quasi setzen und zurücksetzen, nur in einer etwas anderen Art, weil quasi die Ausgänge von dem Flipflop wieder in die Eingänge hineingehen. Und keine Sorge, es kommt in den nächsten Folgen dran. Dafür ist hier leider noch nicht mehr genug Zeit. Und wir werden es einfach JK Flipflop oder JK Flipflop nennen. Da haben wir wieder J und K als Eingaben, C als Ausgaben. Und natürlich, wenn C 0 ist, also wenn nicht darauf reagiert werden soll, dann sind wieder J und K beliebig und der Zustand bleibt erhalten. Wenn J und K 0 sind, dann bleibt ebenfalls der Zustand erhalten. Nur wenn man halt eben eins von beiden drückt, also wenn man J drückt und C gerade aktiviert ist, dann wird es auf 1 gesetzt. Wenn K aktiviert ist und man drückt C, dann wird es eben wieder zurückgesetzt. Aber hier haben wir einen Unterschied zum SR Flipflop, wo es dann einen Fehler gab, wenn alle drei aktiviert waren. Jetzt haben wir einfach nur noch den Zustandswechsel. Ja? Also wenn beide aktiviert sind, dann tauscht sich einfach das Signal, egal was es vorher war. Entweder es war eine 1, dann wird es zur 0 oder von 0 wird es zur 1. Also wir haben auf jeden Fall hier den Fehler ausgemerzt. Und haben keine Probleme mehr damit, dass möglicherweise unser Computer völlig falsche Sachen macht. Den werden wir nicht weiter verwenden. Ja, also es ist wieder nur ein weiterer Baustein für unser letzten Flipflop, nämlich einen sogenannten T-Flipflop. Und das ist wahrscheinlich der bekannteste von allen. Vor allem auch in Minecraft kommt der öfters mal vor. Und der ist im Grunde nur dazu da, das Signal immer wieder auszuwechseln. Dadurch, dass es eben nicht asynchron pegelgesteuert ist, reagiert es nicht auf ein Eingangssignal, sondern eben einmal aufs Eingangssignal und eben die Clock. Und da haben wir es auch, wenn C 0 ist, ist T natürlich beliebig. Wenn T 0 ist und C 1, dann bleibt es wieder erhalten. Und wenn beide an sind, dann wechselt es einfach. Ja? Also ihr könnt es vielleicht schon erkennen, indem man einfach hier das J und das K zu einer einzelnen Eingabe macht, ist quasi J und K immer gleichzeitig an, dann rutschen wir hier in die unterste Zeile und dann wechselt halt immer das Eingangssignal. Genau, und das war's fürs Erste mit den Flipflops. Hier meine krasse Quelle, Wikipedia, Flipflop. Und ich hoffe, es hat euch gefallen. In den nächsten Folgen werden wir hier die ganzen Flipflops erstellen, dann ein Register. Und ich denke mal zuallererst unser RAM, beziehungsweise A- und B-Register, weil die auch relativ einfach sind. Und ja, das war's. Link zu dem Dokument ist natürlich in der Videobeschreibung. Und vergesst nicht, auf meinen Discord-Kanal, auf meinen Discord-Server zu kommen. Da könnt ihr auch gerne über 8-Bit-Computer reden oder sonst, was euch gerade im Kopf rumschwirrt. Ansonsten war es das. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ihr mehr wollt, dann lasst ein Like da und ein Abo, um nichts mehr zu verpassen. Wir sehen uns dann im nächsten Video wieder. Tschüss.